Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Heute haben wir hier im Buffertest einen SVS SB13 Ultra, allerdings mit einem anderen Aktivmodul. Das Aktivmodul, was jetzt hier drin ist, ist ein das Upgrade Kit Modul. Schauen wir mal direkt drauf. Da haben wir es. Das STA 1200D mit XLR-Eingängen und so weiter. Ja, hatten wir auch schon mal im Vergleich. Beim SB16 Ultra haben wir die Module mal verglichen mit dem 1500D. Schaut euch das Video gerne an. Ich habe jetzt hier wieder meinen Messbecher oben drauf stehen. 10 Milliliter. Ich habe die lauteste Lautstärke eingestellt in der App. Mehr geht hier gar nicht. Ich habe im Windows 100 drin stehen. Mehr geht wirklich nicht. Und wir fangen wieder an mit 20 Hertz. Er ist sehr, sehr kräftig. Das kann ich schon mal sagen. Achtung, Membranhub. 20 Hertz. Los geht's. Alle Packs sind aus. Im Wasserbecher ganz wenig. Das Gehäuse ist ruhig, sehr ruhig. Und der Woofer macht richtig Hub. 20 Hertz. Das ist schon richtig toll. Schauen wir uns die 30 Hertz noch an. 30 Hertz. Nicht mehr viel Hub, aber sehr, sehr laut. Und im Wasserbecher ist nichts los, überhaupt nichts. Der ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Das Gehäuse ist extrem. Extrem gut. Und die 40 Hertz natürlich noch. Halt, das sind die 30. Sollte man die 40 Hertz auch noch eintippen, ne? Sonst ergibt es keinen Sinn. Das sind die 40 Hertz. Auch hier nichts los. Komplett ruhig. Ganz ruhig. Keine Bewegung. Das habe ich so noch nicht erlebt. Das war die Begrenzung. Das war die Begrenzung kurz gewesen, der Plop. Also wir sind hier schon am Limit. 50 Hertz. Und da ist wieder, das sieht auf der Kamera schlimm aus, aber mein Auge sieht jetzt keinen Hub mehr. Und auch hier nichts. Bisschen mehr als bei 30 und 40 Hertz. Faszinierend. Hier ist nichts los. Dieses Gehäuse ist extrem ruhig. Schaut euch das Sample-Video an, wie das Gehäuse aufgebaut ist. Bin begeistert, bin echt begeistert. Das Gehäuse ist extrem ruhig. Wir schauen mal. Keine Temperatur zu fühlen. Hier ist gar nichts los. Im Vergleich zu außen. Ja, das kann auch durch meine Hand jetzt gewesen sein. Wir schauen mal, wie es hinten aussieht auf der Endstufe. Das ist mein Finger am XLR. Okay. Ist auch ganz kalt. Ist auch nichts los. Extrem stabil das Gehäuse von dem Gerät. Bin echt begeistert. Tolles Ding. Wirklich, wenn man was sucht, was gebraucht ist, der SB13 Ultra wäre dann zu empfehlen. Ich werde noch ein kleines Fazit dazu machen. Wenn er jetzt, der kommt jetzt ins Musikzimmer, dann hören wir uns das an. Ich habe hier drunter neue Füße entdeckt. Und zwar diese. Die sind so ein bisschen wie B&W. Die hat auch so Gummikegelfüße. Ganz tolle Dinger. M6 passen auch in die Gewinde. Also ich habe jetzt deutsches Gewinde drin. Einfach die Muttern geändert. Ich setze mal das Wasserfässchen hin. Und da sieht man hier auch, wie er jetzt sich bewegt. Kann man es erkennen.
Also er federt hier auf diesen Füßen richtig solide. Das ist das, was eigentlich so sein muss. Toll. Das sind gute Füße. Und die Dinger sind, naja, die kosten, ich sag jetzt mal nicht, aber die sind wirklich günstig. Also da kriegt man einige von für so einen Satz. SVS Soundpass Füße oder auch BNW Füßchen. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Schaut euch gern meine anderen Videos an. Und tschüss.